Herzlich willkommen mit einer neuen Ausgabe des Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Liebe Zuschauer, Bio ist in aller Munde. Aber wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Wer oder was macht den Unterschied zwischen Bio und Nicht-Bio? Ist es für unsere Gesundheit, für unsere Zukunft wirklich entscheidend, Obst, Gemüse, Käse, Fleisch und Wurst in der Qualitätsstufe Bio, also aus nachhaltiger Landwirtschaft, zu kaufen? Unser heutiger Gast ist kompetent und sagt dazu, ja. Ich wünsche Ihnen interessante Minuten. Liebe Zuschauer, heute bei uns zu Gast Alexander Seibot vom Thüringer Ökoherz in der Eigenschaft als Geschäftsführer. Herr Seibot, erklären Sie uns mal, wer und was verbirgt sich hinter dem Thüringer Ökoherz? Ja, hallo Herr Jungwirth, ich freue mich, bei Ihnen heute in der Sendung zu sein. Der Thüringer Ökoherz ist der Dachverband für den Ökolandbau in Thüringen. Und in unserer Eigenschaft vertreten wir natürlich die Interessen unserer Ökobauern hier in Thüringen gegenüber der Politik, sind aber auch sehr, sehr aktiv in der Verbraucheraufklärung, sind auf Messen unterwegs, machen Infostände, sind in Schulen mit Ernährungsprogrammprojekten unterwegs, machen Schulgartenprojekte und sind eigentlich ganz vielfältig aufgestellt, um die Verbraucher zu erreichen. Mhm. Wo sind denn die Visionen des Vereins so in der Zukunft? Haben Sie da was Besonderes vor? Nun ja, die Vision liegt einfach darin, als Dachverband den Ökolandbau zu fördern, breiter aufzustellen, noch mehr in die Fläche zu bringen, noch mehr Biobauern zu gewinnen, konventionelle Landwirte dazu gewinnen, auf Ökolandbau umzustellen. Und eine besondere Vision, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, ist in Thüringen, insbesondere in der Außerhausversorgung, das heißt in den Großküchen, in den Schulküchen, etwas zu tun und gerade Kindern und Jugendlichen noch mehr Bioprodukte auf dem Teller zu ermöglichen. Sie haben gerade gesagt, die Biolandwirtschaft in die Fläche zu bringen. Wie viel Fläche wird denn in Thüringen biologisch, ökologisch angebaut gegenüber konventionellen? Ja, zurzeit ist es noch relativ gering. Wir sind, sage ich mal, im bundesdeutschen Durchschnitt Mittelfeld mit 4,6% Biofläche an der gesamten landwirtschaftlichen Fläche. Der Minister Reinholz hatte vor einigen Wochen mal gesagt, bis 2020 sollen es 10% werden. Inwieweit das Wirklichkeit wird, das müssen wir mal sehen. Da kommt ein bisschen auf die Rahmenbedingungen drauf an. Wir würden uns ja natürlich sehr freuen. Mhm. Bundesdurchschnittlich liegt man bei 6,5%. Also da haben wir schon noch ein bisschen was nachzuholen und wir haben noch viel zu tun. Mhm. Und wieso ist also das Ziel so schwach, 10% oder selbst wenn es 20% wären, wieso ist das Ziel nicht 50%? Woran liegt es? Ja, es ist sicherlich, zum einen liegt es daran, dass wir einen Markt erstmal dafür brauchen. Ich meine, zurzeit importieren wir sehr, sehr viele Bioprodukte. Mhm. Es wird relativ im Vergleich relativ wenig auf dem heimischen Markt hergestellt. Aber trotzdem, ein Markt für 50% ist überhaupt noch nicht da. Das bedeutet, man muss also erstmal die Verbraucheraufklärung machen, die Verbraucherbildung da ein Stück weit beginnen. Und dann geht das natürlich weiter. Der Landwirt muss umstellen, das muss aus seinem Interesse herauskommen. Das ist häufig ein ökonomisches Interesse, aber meistens auch ein, sag ich mal, schon ein touristisches Interesse, wo er dann sagt, ich möchte vielleicht meine Umwelt besser gestalten oder ich möchte Verantwortung für meine nachfolgende Generation haben. Und diese Interessen müssen geschürt werden und die müssen belebt werden. Und viele sagen einfach eben noch, ja, die konventionelle Bewirtschaftung ist vergleichsweise einfach. Warum muss ich es mir dann schwer machen? Sie sagen auf Ihrer Internetseite, wir brauchen eine neue Ernährungskultur. Was meinen Sie damit? Ja, ich meine, gucken Sie sich das an. Wenn wir uns mal in unserer Supermarktlandschaft bewegen, was da in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten für eine Verschlankung des Lebensmittelsektors stattgefunden hat. Wir haben Konzerne, die
europaweit, weltweit agieren, das, die kann man an einer Hand abzählen, mhm. die unsere Ernährungskultur prägen, die uns vorschreiben, was wir essen. Wir haben völlig den Bezug verloren zu der Herkunft der Lebensmittel. Die Frage, wie wird ein Lebensmittel produziert, wo kommt es her, was verdient eigentlich der Produzent unterm Strich an dem Lebensmittel, die spielt überhaupt gar keine Frage mehr. Und dass ich überhaupt noch das Wort Lebensmittel hier in den Mund nehme, wird der Realität eigentlich überhaupt nicht mehr gerecht. Ja, wenn wir in den Supermarkt gehen, finden wir sehr, sehr viele hochveredelte Produkte, die eigentlich nur noch recht wenig mit Leben zu tun haben. Vor diesem Hintergrund ist es also dringend notwendig, dass wir uns ein Stück weit rückbesinnen auf eine Ernährungskultur, die authentisch ist, die regional angepasst ist, die einfach ist, die eine regionale Landwirtschaft unterstützt und die vor allen Dingen auch die Gesundheit unterstützt. Wieso ist es eigentlich so, dass deutsche Biobauern der konventionellen Landwirtschaft schlechter gestellt sind? Also es gibt ja in allen EU-Ländern spezielle Förderprogramme, ob das in Polen ist, in Österreich, in der Schweiz. Überall wird der Biobauer besser gefördert von der Politik, außer in Deutschland. Warum ist das so? Na gut, ganz so ist es nicht, dass der Biobau unbedingt jetzt schlechter gefördert wird. Er wird nicht deutlich besser gefördert, sage ich mal. Wir haben in den letzten Jahren im Landwirtschaftssektor erfreulicherweise steigende Umsätze zu verzeichnen. Die Weltmarktpreise sind gut, auch im konventionellen Bereich. Und da ist natürlich die Förderung ein ganz entscheidender Faktor oder die staatliche Förderung ein ganz entscheidender Faktor, der einen Einfluss darauf hat, wenn ein Landwirt sich überlegt, stelle ich jetzt auf Ökolandbau um oder nicht. Wenn er konventionell so gut verdient und das nicht irgendwoher ausgeglichen bekommt, würde er also nicht den Schritt zu einer Umstellung gehen. Und da sehen wir natürlich die Politik schon in der Verpflichtung zu sagen, also wir müssen den Mehraufwand beziehungsweise die Ertragsausfälle oder die wirtschaftlichen Ausfälle, die ein Landwirt hat im Vergleich zu einem konventionellen Landwirt, die müssen ausgeglichen werden. Und das ist ja jetzt nicht nur ein einfacher Ausgleich, der auf dem Feld passiert, sondern es ist einfach so zu rechnen, die Schäden, die durch konventionelle Landwirtschaft oder von der konventionellen Landwirtschaft teilweise produziert werden. Ich denke an Gewässerbelastung, Biodiversitätsverarmung etc. etc. Die müssen wir als Steuerzahler natürlich irgendwo auffangen durch Wiederaufbereitung, Biotopschutzmaßnahmen und so weiter und so fort. Das merken wir nicht, das wird nicht aufs Lebensmittel aufgeschlagen, sondern das bezahlen wir dann in irgendeiner Form von Steuern. Und von daher könnte man jetzt auch einfach sagen, ich setze die Förderung etwas höher für den Ökolandbau und habe damit einfach ein gerechteres System und lege die Kosten direkt dann auf den Preis irgendwo mit um, weil das ist eigentlich darauf, wo es hingehen muss, dass wir Lebensmittel nicht mehr so billig angeboten bekommen, sondern dass sie wirklich den wahren Wert enthalten. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Nachwuchs aus in der Landwirtschaft? Rekrutieren sich die mehr aus den Kindern der Landwirte oder gibt es richtige, wie sagt man, den Programme, die also vom Arbeitsamt oder in den Schulen gefördert wird, dass man sagt, werde Landwirt oder werde Biobauer, gibt es sowas? Es ist ein großes Problem, Nachwuchsförderung. Das Durchschnittsalter der Thüringer Betriebsleiter liegt bei 53. Da können Sie sich vorstellen, was in den nächsten 10 Jahren oder 15 Jahren hier passieren wird. Der Berufsstand im Allgemeinen befasst sich sehr intensiv in letzter Zeit damit, weil sie merken, wir kriegen immer weniger Fachkräfte, wir haben immer einen größeren Fachkräftemangel. Es gibt jetzt zwei Szenarien. Entweder wir schaffen es, Fachkräfte abzuwerben aus anderen Bereichen, da muss ich natürlich am Lohnniveau, an den Arbeitsbedingungen und so weiter was ändern. Oder wir werben immer mehr Fremdarbeitskräfte aus anderen Ländern hier an, die dann die Arbeit verrichten.
Wieso wird hier jetzt nicht aus dem Bestand, wir haben ja nur eine große Menge an Arbeitslosen, wieso wird hier kein Programm aufgelegt, dass man sagt, man schickt die in die Landwirtschaft, wäre ja auch nochmal gesund an der frischen Luft. Und na gut, ich meine, so viele Arbeitslose haben wir ja nicht mehr. Statistisch gesehen wird es immer weniger. Und man hat das ja damals mal probiert mit den Spargelarbeitern. Das ist ja ziemlich in die Hose gegangen. Die Landwirte haben dann sehr geschimpft, dass sie also Arbeitslose teilweise sehr unmotiviert auf dem Feld waren, was jetzt auch beim Spargelstechen ist wirklich eine harte Arbeit, vielleicht nicht unbedingt verwunderlich ist. Und ich meine, die haben einfach ihr Klientel an Fremdarbeitskräften, die aus Polen, aus Ukraine, aus Rumänien kommen. Und da ist das ganz gut abgedeckt. Ich denke, was wir machen müssen, sind Offensiven. Ich vergleiche das gerne mal mit dem Handwerk. Die haben für viele, viele Millionen Euro eine Fachkräfteinitiative gestartet. Und wenn ich in Erfurt aus dem Hauptbahnhof aussteige, da kriege ich ein großes Bild präsentiert vom Chef der Handwerkskammer und sage, ich biete Ihnen einen attraktiven Job. Sowas müssten wir eigentlich auch machen. Ich, der landwirtschaftliche Betrieb bietet Ihnen das, das und das. Also wir brauchen eine groß angelegte Kampagne, damit wir Leute für die Landwirtschaft wieder gewinnen. Wir brauchen gute Verdienstverhältnisse und wir brauchen vor allen Dingen auch adäquate Arbeitszeiten. Herr Seibel, kommen wir nochmal zurück zu den Verbrauchern. Es gibt ja nur viele Markennamen, ob das Bioland, Naturland, Demeter. Wie findet sich denn der Verbraucher zurecht? Wo kann er sicher sein, dass wirklich Bio drin ist, wo Bio draufsteht? Also ganz sicher sein kann er, wenn er auf den Biohof geht und den Landwirt kennt und im besten Fall vielleicht noch das Rind gesehen hat, wo er vielleicht 2 Wochen später das Rindfleisch herbekommt oder die Kartoffeln bei der Ernte gesehen hat. Also der direkte Bezug zum Landwirt ist, glaube ich, die höchste Sicherheit, die man haben kann. Ansonsten bietet vergleichsweise das Bio-Siegel schon sehr, sehr hohe Ansprüche. Wir haben in keinem anderen Lebensmittelbereich eine gesetzlich vorgeschriebene Produktion mit einer langen, langen Liste an Mitteln, die man ausbringen darf oder auch nicht ausbringen darf. Wir haben ein exzellentes Kontrollsystem, natürlich bei einer Branche, die einen milliardenschweren Umsatz mittlerweile europaweit hat, gibt es Trittbrettfahrer. Es wird immer Leute geben, die Geld verdienen wollen mit schlechten Machenschaften, die Branche in Verruf bringen. Und grundsätzlich denke ich, dass die Qualitätsansprüche, insbesondere bei der Verbandsware, Bioland, Naturland oder vor allen Dingen auch im Naturkostfachhandel, also im Bioladen um die Ecke, deutlich höher sind als im Lebensmitteleinzelhandel. Da gibt es einfach Qualitätsunterschiede, auch Kampagnen, die der Naturkostfachbereich, also der Bioladen fährt, die sich ganz deutlich von dem Bio in einem Netto oder in einem Aldi abheben. Das ist ganz klar. Kinder sind unsere Zukunft, vor allem gesunde Kinder. Sie haben ein Projekt, das Sie vorher schon kurz angedeutet haben, Thüringer Bioküche. Wie kann man Sie da unterstützen? Wie weit sind die Planungen? Können Sie da ein paar Sätze dazu sagen? Ja, ich hatte es ja schon so gesagt. Die Vision ist, dass wir hier in Thüringen flächendeckend eigentlich eine Bioversorgung, eine Bioverpflegung haben an den Kindertagesstätten und an den Thüringer Schulen. Da brauchen wir Unterstützung. Wir haben zurzeit noch eine sehr geringe Bioversorgung. Wir brauchen also Unterstützung in der Aufklärungsarbeit zu den Eltern, zu den Kindern. Wir brauchen Unterstützung im Projektmanagement, dieses ganze Projekt in Anschub zu bringen. Wir brauchen Unterstützung im Bereich der Küchenchefs. Wir brauchen Unterstützung in dem Bereich, dass wir versuchen müssen, bestehende Küchenleiter umzuqualifizieren, mit Bio zu kochen, neue Speisepläne sich auszudenken, kosteneffizient zu arbeiten, damit die Kosten eben im Rahmen bleiben. Ich würde mir wünschen, dass sich Thüringer Unternehmen dafür bereit erklären, für gesunde Ernährung ihrer Kinder einzustehen und ein solches Projekt finanziell zu unterstützen, damit man vielleicht
über eine gewisse Zeit eine gewisse Anschubsfinanzierung hat, wo man dann sagen kann, in der Anschubsfinanzierung kann man kostenseitig ganz viel machen, versuchen Kosten zu reduzieren, damit perspektivisch Eltern ein solches Schulessen, was ökologisch, regional gut ist, finanzieren. Das ist ein schönes Schlusswort. Herr Seibert, ich bedanke mich, dass Sie hier waren. Ich hoffe, wir können Sie unterstützen. Vielleicht machen wir noch mal eine Sendung zum Thema Thüringer Bioküche. Liebe Zuschauer, bis gleich. Dankeschön. Liebe Zuschauer, Herr Seibert, ein engagierter junger Geschäftsführer mit viel Sachverstand. Er hat recht. Ironischerweise ist der Gesundheitszustand der Gesamtbevölkerung im hochentwickelten Deutschland, wo der Verbrauch von industriell hergestellter Nahrung am größten ist, schlecht. Unsere Ernährung hat einen direkten Einfluss auf unseren Gemütszustand. Industriell gefertigte oder verfeinerte Nahrungsmittel schaden nicht nur unserer psychischen Gesundheit, sondern sie beeinflussen auch unsere Psyche. Nur ein kleines Beispiel. Bei einem Test bei einfachen Gewürzpaprika wurden 70 verschiedene Pestizide gefunden. Sie haben richtig gehört, 70 verschiedene. Alle natürlich unter den gesetzlichen Grenzwerten, aber in der Kombination ein Giftcocktail für unseren Körper. Wenn wir uns so durch den Tag denken, was für Nicht-Bio-Nahrungsmittel wir so zu uns nehmen. Das Gift, was wir täglich zu uns nehmen. Hippokrates sagte, viele Krankheiten gelangen durch den Mund in unseren Körper. Glauben wir denn wirklich, wenn wir Fleisch oder Wurst essen von Tieren, die mit Antibiotika und mangelhaften Kraftfutter hochgepumpt werden, die kein Tageslicht, kein Himmel sehen, also nicht artgerecht aufwachsen, uns gesund ernähren zu können? Wir sind, was wir essen, mit jedem Bissen. Umso wichtiger ist es, unsere Kinder dafür zu sensibilisieren und als verantwortliche Eltern sich bei jedem Einkauf zu fragen, ist das gesund für mich und meine Familie? Das angesprochene Projekt Thüringer Bioküche ist zukunftsweisend und einzigartig in ganz Deutschland. Denn Bio ist der Weg zurück, zurück zu den Wurzeln, zurück zur Nachhaltigkeit. Wir können uns jeden Tag dafür entscheiden. Das war's für heute im Lebensforum Wohlstand. Ich wünsche uns eine Zukunft ohne Pestizide und Gifte, dafür aber mit viel Bio. Bis zum nächsten Mal.